Krebs ist eine Erkrankung, die in der westlichen Welt eine der häufigsten Todesursachen darstellt. Also jede zweite Familie hat Krebs, leider, ja, muss man dazu sagen. Krebs ist ein Sammelbegriff von sehr vielen verschiedenen Erkrankungen, die eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar, dass unser Erbgut vor Jahren angefangen hat, sich zu verändern. Krebs ist eine Erkrankung, wo die Zellen des eigenen Körpers in einer gewissen Weise verrückt spielen. Also die bekommen Änderungen im Erbgut dieser Zelle, sogenannte Mutationen. Und diese Änderungen bewirken dann, dass die Zelle sich nicht mehr richtig benimmt, dass sie sich plötzlich schneller teilt, als sie es eigentlich sollte, dass sie vielleicht dann irgendwann zu einem größeren Tumor anwächst, also zu einer Zellmasse. Krebs entsteht, vereinfacht gesprochen, wenn Mutationen in Zellen entstehen, die dieses schneller wachsen lassen. Die Pan Cancer Survey hat versucht, zum Zeitpunkt von ungefähr 2000, im Jahr 2013, 2014, alle bisher sequenzierten Tumorgenome gleichzeitig in einem gemeinsamen Kontext hin zu untersuchen. Das Pan-Cancer-Projekt war ein großes Konsortium aus über 1000 Wissenschaftlern, die gemeinsam die Genome von mehr als 2500 Tumorpatienten studiert haben, um sie zu vergleichen und herauszufinden, welche genetischen Veränderungen verschiedene Tumorarten gemeinsam haben und welche nur in einzelnen Tumorarten auftreten und diese unterscheiden. Das Pan-Cancer-Projekt ist eine sehr, sehr, sehr große Initiative mit mehr als 1300 Wissenschaftlern aus 37 Ländern. Es gab fünf Institute, die von Anfang an dabei waren. Diese Institute waren in England, in Deutschland, in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Lenkungsgremium setzte sich zusammen aus mir vom Europäischen Molekularbiologie-Laboratorium in Heidelberg. Dann hatten wir einen Wissenschaftler vom Wellcome Trust Sanger Institute. Das ist bei Cambridge in England gelegen. Dann hatten wir das Broad Institute, ein Institut, was gemeinsam durch Harvard und das MIT in Boston in den USA gebildet wird. Ein Institut in Toronto, das OICR, das Ontario Institute für Krebsforschung und die Universität für Kalifornien in Santa Cruz. Embla ist ein Grundlagenforschungsinstitut und hat dementsprechend grundlegende Aspekte zu dieser Studie beigetragen. Wissenschaftler aus dem Hauptlabor des Embla hier in Heidelberg und Wissenschaftler aus Großbritannien am Embla EBI haben zu dem Pan-Cancer-Projekt beigetragen. Unsere Wissenschaftler haben beigetragen, Software zur Datenanalyse zu entwickeln und die Krebsgenome zu analysieren. Das Ziel unserer Studie war es, das gesamte Erbgut von mehr als 30 verschiedenen Tumorarten systematisch zu analysieren, aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Und wir wollten zudem auch viele verschiedene Arten von Krebs untersuchen. Also der Plan der Studie war zunächst einmal, es zu ermöglichen, dass man mit dem Erbgut von Krebspatienten so umgehen kann, dass man im internationalen Kontext Daten austauscht und sie dann gemeinsam analysiert. Es ist ein sogenanntes Big Data Projekt. Wir haben ungefähr ein Petabyte an Daten akkumuliert. Und diese Daten stammen natürlich von Patienten, die sehr dankbar ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, die wir dann gleichzeitig untersucht haben. Der Datensatz, den wir analysiert haben in den letzten Jahren, ist äquivalent zu 30 Jahre High-Definition-Movie, also 30 Jahre lang Game of Thrones schauen an einem Stück. Das ist die Datenmenge, mit der wir arbeiten mussten. Und das erklärt sicherlich auch die Herausforderungen, die wir uns stellen mussten und die wir uns gestellt haben, um diese Daten sinnvoll zu analysieren. Es waren sehr viele verschiedene Länder beteiligt und diese verschiedenen Länder haben natürlich auch verschiedene Regularien, was die Datensicherheit angeht. Hier mussten wir beachten, dass manche Daten nicht aus den bestimmten Ländern heraustransportiert werden durften. Wir haben versucht, unsere Methoden zu den Daten zu bringen und nicht die Daten zu uns. Das war ein sehr wichtiges Prinzip in diesem Projekt, weil es ist sehr schwierig, ein Petabyte an Daten aus legaler Sicht, aber auch technischer Sicht, querbeet durch die gesamte Welt zu transportieren. Deswegen haben wir versucht, Methoden zu entwickeln, die wir in kleinen Päckchen verpackt haben und zu den Datenzentren gebracht haben, damit die Berechnungen auf diesen Datenzentren stattfinden. Cloud Computing war die einzige Möglichkeit, wie man wirklich global diesen großen Datensatz mit den ganzen Wissenschaftlern teilen konnte. Das wurde vorher noch nie gemacht in der Krebsgenomik. Ich glaube sogar noch nie in den Lebenswissenschaften gesamt.
Also hier mussten auch neue Lösungen gefunden werden, wie diese Datensätze analysiert werden konnten. Ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass wir heutzutage Daten gar nicht mehr von A nach B schieben müssen, um sie gemeinsam zu analysieren, sondern wir können Daten auch dort lassen, so in etwa, wo sie erzeugt wurden. Das PanCancer-Projekt hat nicht nur einen großen Datensatz an Krebsgenomen erzeugt, die jetzt der Community zur Verfügung stehen, sondern hat auch Software erzeugt, die jetzt von der Gemeinschaft genutzt werden kann.